Moin, moin Leute und herzlich willkommen zur nächsten Folge The Elder Scrolls 5 Skyrim. Wir sind hier stehen geblieben und haben gut Goldenglanz erledigt und sollen jetzt zu Brynjolf zurückkehren. Das machen wir doch mal ganz schnell mit einer Schnellreise zur, na, Diebesgilde. Och, ich liebe diese schnellen Ladezeiten einfach auf dem PC. Auf der PlayStation 3 war das ja nicht mit anzusehen, sozusagen. Ja, man konnte nichts anderes tun, diese 5 Minuten Ladezeiten gefühlt. Es heißt, Goldenglanz sei angeschlagen. Gut gemacht, Birschchen. Ja, und hier ist das, was im Tresor war. Lasst mich mal sehen, was ihr gefunden habt. Maringot hat Goldenglanz verkauft? Was denkt sich der Idiot eigentlich? Weiß nicht. Er hat keine Vorstellung davon, wie wütend Maven wird, wenn man sie von einem Geschäft ausschließt. Aber das wird er schon noch herausfinden. Wenn sich auf diesem Pergament nur der Käufername und nicht dieses seltsame Symbol befände, habt ihr eine Ahnung, was das sein könnte? Keine Ahnung. Mist. Naja, ich prüfe meine Quellen und rede mit Mercer. Aber ihr werdet euch erst einmal mit Maven Schwarzdorn unterhalten. Sie hat nach euch gefragt. Oh. Gut, es ist an der Zeit, dass ich sie treffe. Ich dachte, ich hätte den Auftrag ganz nach euren Wünschen erledigt. In Ordnung. Aber werde ich das auch überleben? Ja, das ist, glaube ich, gar keine schlechte Frage. Dann kann man mal sehen, ob man aufpassen muss oder nicht. In dem Fall würde sie nicht nach euch fragen, sondern die dunkle Bruderschaft holen. Es ist rein geschäftlich. Dann ist gut. Was will Maven von mir? Das geht nur euch und Maven etwas an. Und so soll es auch bleiben. Alles klar. Macht euch keine Sorgen. Mavens Geschäfte sind normalerweise immer sehr einträglich. Da wir gerade davon sprechen. Natürlich. Eure Bezahlung. Ihr seid ja blitzgescheit. Verhaltet euch weiterhin anständig, dann gibt es noch jede Menge mehr. 100 Gold. Bis zum nächsten Mal, sehr schön. Abgeschlossen, laut und deutlich. Okay, begonnen. Geistiges Gift. Sprich mit Maven Schwarzhorn, das machen wir, aber vorher geben wir diesen einen Gegenstand mal eben Delvin, den wir gefunden haben, weil dem wollte er ja haben. Wo ist er? Da sitzt er doch. Nehmt euch einen Stuhl und ein Getränk. Kann ich euch diese Bienenkönigin-Statue verkaufen? Oh ja. Nach dieser kleinen Schönheit habe ich gesucht. Wenn ihr wieder einmal seltene Schmuckstücke wie dieses findet, dann bringt sie zu mir. Alles klar. Ich verspreche euch dafür eine schöne Belohnung. Hier für euch. Das sollte eure Kosten decken. 100 Gold. Sehr schön. Immer schön sauber bleiben. Und dann wollen wir mal zu Maven Schwarzdorn. Ein großer Name hier in Rifton, beziehungsweise ein großer Name in ganz Himmelsrand, weil... Oh, hier ist... Das ist Nordmed. Ich dachte, hier würde Schwarzdornbräu liegen, aber... Da habe ich mich wohl geirrt. Naja. Dann wollen wir mal uns auf den Weg machen. Warum gehst du zu? Geh wieder auf. So. Wo müssen wir hin? Sie ist anscheinend irgendwo draußen, weil wir in keine andere Tür reingehen müssen. Laut Anzeige. Da steht sie. Ihr seid das also. So beeindruckend seht ihr gar nicht aus. Ich bin der Beste in meinem Metier. Wollen wir die Unterhaltung nicht überspringen? Es tut mir leid, euch enttäuschen zu müssen. Also, drei... Schließe ich schon mal aus. Man will sie ja nicht unter Wert verkaufen. Ach komm. Ich habe jetzt keinen Bock auf eine große Unterhaltung. Ihr bestimmt auch nicht. Also machen wir doch mal das hier. Wollen wir die Unterhaltung nicht überspringen? Ihr seid ein ziemlicher Heißsporn, nicht wahr? Es wird auch Zeit, dass Brynjolf mir jemanden mit Geschäftssinn schickt. Ich glaubte schon beinahe, dass er eine Art Bettlergilde betreibt. Glaubt ihr nicht an die Gilde? Ob ich an die Gilde glaube? Ich glaube an niemanden. Mich interessieren nur Ursache und Wirkung.
Alles klar. Ob die Aufgabe erledigt wurde und ob sie korrekt erledigt wurde. Da gibt es keine Grauzone. Mit wem werdet ihr das Problem... Mit mir werdet ihr das Problem nicht haben? Und wo soll ich anfangen? Da kommen wir gleich mal zur Sache. Das hoffe ich. Das ist eine wichtige Aufgabe. Ich habe einen Konkurrenten. Toll. Die Honigbräu-Brauerei. Und die will ich aus dem Geschäft drängen. Mich interessiert außerdem, wie sie ihre Fertigung so schnell auf die Beine stellen konnten. Wo soll ich anfangen? Geht zur beflaggten Meere in Weißlauf und sucht nach Malus Macchius. Von ihm erfahrt ihr alle weiteren Details. Alles klar. Warum ein Risiko eingehen? Sprich mit Malus Macchius. Alles klar. Auf nach Weißlauf. Och, ein süßer Hund. Es liegt Frost in der Luft. Die Kälte wird meiner Ernte nicht gut tun. Tut sie nie. Was sind das denn hier für Grafikfehler? Ja, gut. Das soll eigentlich nicht so sein. Ja. Hoffen wir mal, dass es da drinnen besser ist. Kommt da rein. Ich habe gerade das Feuerwehr sieht doch schon besser aus. So, Malus Macchius. Da bist du ja. Kann ein Mann nicht mal in Ruhe etwas trinken? Maven meinte, ihr hättet mich bereits erwartet. Ich werde mich kurz fassen, denn wir haben viel zu tun. Der Besitzer von Honigbräu, Sabion, will eine Metprobe für den Hauptmann der Wache von Weißlauf veranstalten. Wir werden den Met vergiften. Habt ihr das Gift? Nein, nein. Das ist ja das Raffinierte an dem Plan. Wir bringen Sabion dazu, es uns zu geben. Die Brauerei hat ein Ungezieferproblem und die ganze Stadt weiß davon. Gift gegen Ungeziefer und Met vertragen sich nicht gut, wenn ihr wisst, was ich meine. Mhm. Was ist meine Aufgabe? Ihr kommt zufällig vorbei und springt dem armen Sabion helfend zur Seite. Er gibt euch das Gift, damit ihr es gegen das Ungeziefer einsetzt, aber ihr schüttet es auch in den Braukessel. Schlau. Maven und ich haben das Ganze über Wochen geplant. Jetzt brauchen wir nur noch jemanden wie euch, der dort hineingeht und es erledigt. Und jetzt macht euch auf den Weg, bevor Sabion zu Verstand kommt und jemand anderen für die Drecksarbeit anheuert. Ist ja okay. Denkt daran, Sabion wird eine helfende Hand brauchen. Sorgt dafür, dass es gut wenn ihr den besten. Ich bin mal gespannt, ob jetzt die Grafikfehler weg sind. Unglaublich, dass ich gerade den Feinschmecker kennengelernt habe. Nicht wirklich. Den Feinschmecker hast du kennengelernt, wer auch immer der. Was ist denn hier los, ey? Naja. Okay. Das ist dort. Ja, dann gehen wir einfach mal zu dem Hof. Und laufen dann darüber. Ich möchte nicht den kompletten Weg laufen. Hier scheint die Grafik wieder schön zu sein. Das ist gut. So. Ah, das sieht schon echt schön aus, dieses Spiel. Da gibt's mal nichts. Na, wer bist du denn? Dieser Krieg ist genauso dumm wie unsere Fehde mit der Graumähnenfamilie. Ja, da beende die Fehde doch. Drache? Drache. Kann ich den. Überlebe ich diesen Drachenkampf? Mal gucken, wenn er mal wieder stehen bleibt, ob ich. Ich kann mich ja immer noch in das Haus rein verziehen. Anscheinend verzieht er sich wieder. Naja, gehen wir einfach mal hier rein. So, wo müssen wir rein? Hier? Hä? Ach da. Noch mehr Bergblumen. Juhu, Lavendel. Auch die Tür sieht nicht richtig aus. Was ist denn hier los? Ich glaube, ich muss gleich mal das Spiel neu laden. Hallo, was Sabion. Was starrt ihr so? Seht ihr nicht, dass ich Probleme habe? Stimmt was nicht? Macht ihr Scherze?
Seht euch doch mal um. Ich soll für den Hauptmann der Wache eine Metprobe des neuen Honigbräus abhalten. Wenn er die Brauerei in diesem Zustand sieht, bin ich erledigt. Aha. Vielleicht kann ich helfen. Wirklich? Und ich schätze, ihr tut das nicht einfach aus Freundlichkeit, oder? Ich hoffe, ihr erwartet keine Bezahlung, bevor die Arbeit nicht erledigt ist. Nö, nö. Ich glaube, das sind meine Bedingungen. So mache ich es aber nicht. Ach, also schade. Vergessen wir es. Ach komm, das solltet ihr, sonst schreie ich Skeva. In Ordnung. Wir wollen nichts überstürzen. Hier ist die Hälfte. Den Rest erhaltet ihr nach Abschluss der Arbeit. Ich möchte nur, dass dieses Ungeziefer ein für alle Mal erledigt wird, bevor mein Ruf komplett dahin ist. Alles klar. Wie kann ich das Ungeziefer ein für alle Mal erledigen? Ich habe Gift gekauft. Mein fauler und nichtsnutziger Assistent Malus sollte sich darum kümmern. Ist jedoch verschwunden. Wenn ihr das ins Nest des Ungeziefers legt, sollten sie nicht mehr zurückkommen. Abgemacht. Kommt zurück, wenn jedes einzelne dieser Dinger tot ist. Ja, dann wollen jetzt wir mal. 500 Gold hinzugefügt. Gift gegen Ungeziefer ist hinzugefügt. Noch irgendetwas unklar? Ach, halt die Goschen. Okay, dahin müssen wir. Hier hoch können wir. Ist da oben irgendwas? Eine Tür. Ach, das sind wahrscheinlich die Schlafgemächer von Sabjorn. Gucken, da kommen wir bestimmt nämlich noch gar nicht rein. Nehme ich jetzt mal stark an. Oh, doch, kommen wir rein. Adept. Oh. Alles klar. Folgt er mir? Scheint gerade nicht so. Oh. Alchemie verbessert. Ha, ich liebe diese teuren Bücher. Stehen von Schrank. Gold. Stehen von Kleiderschrank. Kein Gold. Schade. Stehlen von Sabions Kommode. Und die habe ich. Den Schlüssel habe ich noch nicht. Den hole ich mir aber bestimmt noch. Und, oh, wie schön. So viel Gold. Das ist herrlich. Und die Experte. Okay. Das machen wir später irgendwann. Gehen wir erstmal hier runter. Bärenfallen. Okay. Auf geht's. Hier sind schon ein paar tote Skeva. Noch ein Skeva. Ist doch direkt noch einer um die Ecke irgendwo. Da habe ich einfach mal daneben geschossen. So. Aber zum Glück machen Skeva nicht allzu großen Schaden. Hier ist eine Honigbräune mit drin, ne? Ja. Ich werde bestimmt mich nochmal mega erschrecken hier, weil ich irgendwo in eine Bärenfalle reinlaufen werde. Spinneweben, das sieht mir eher nach Spinnen aus als nach Skevern, aber da ist schon mal der nächste Skever. Schnauze halten. Oh, da sind einige. Mein Gott. War so übermütig. Kommen hier gleich Spinnen von der Decke runter. Bisher noch nicht. Ist aber, glaube ich, auch nur noch eine Frage von ein paar Schritten, bevor wir auf die erste Spinne treffen oder in die erste Bärenfalle reinlaufen. Spinni!
Vinny. Wo ist die große Spinni? Da ist die große Spinni. Haha. Das war's für dich, Spinni. Oh, Frostbissgift, das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Aber meinen Pfeil nehme ich wieder mit. Und auch hier nehme ich meinen Pfeil wieder mit. Und auch hier nehme ich einen Pfeil wieder mit. Oh, hier ist so schön. Alles diese Schimmerpilze. Das ist herrlich. Für Zutatensammler wie mich. Wie wiege ich eigentlich mittlerweile? Da will ich mal gucken. 222 von 330. Ein bisschen was gönnen wir noch. Da hatten die Spinnen ein bisschen Hunger. Okay. Weiter geht's. Nach unten. Wo bleibt die erste Bärenfalle, wo wir reinlaufen? Hier liegen Bärenfallen, aber diesmal habe ich sie gesehen. Also ganz so blöde bin ich auch nicht, ne? Und so blöd bin ich auch nicht. So, was erwartet uns hier unten? Es geht ja wirklich immer weiter nach unten. Gerannt. Da war direkt einer um die Ecke, oder? Ja, da. Oh. Ich glaube, ich hätte etwas gehört. Ja! Ja, ja. Gut, dass du mir nicht so viel Schaden machst, warum auch immer. Hamelin! Hamelins Tagebuch nehmen wir mal mit, gucken wir gleich mal kurz rein. Diadem der geringen Schießkunst. Bewirken mehr Schaden. Finde ich gar nicht mal so verkehrt. Die ziehen wir mal auf. Die Bekleidung. Da. Wie sehen wir jetzt eigentlich aus? Oh, wie toll, wir haben ein Diadem auf. So. Jetzt haben wir noch das Tagebuch bekommen. Bringt uns das was? Wie hieß der? Hamelin. Ihr könnt euch das wieder durchlesen. Ich blätter durch. Okay. War bestimmt ganz interessant. Oder auch nicht. Weiß ich nicht. Ist mir ehrlich gesagt relativ Hupe. Weil das lese ich mir dann doch nicht immer. Manche Bücher sind auch einfach ziemlich lang und da habe ich einfach keinen Bock dazu. So, da geht's weiter. Was ist da? Okay, hier kommt man doch nicht rein. Den Gang kannte ich nämlich noch gar nicht. Nest, du verteilst das Gift im Nest. Jo, habe ich. Heilungstränke. Drei Diebe. Ja. Und wir sind eine Stufe aufgestiegen. Wir verbessern unsere Gesundheit. So, Schießkunst. Können wir hier was machen? Nein, können wir nicht, aber... Oh, das wollte ich nicht. Leichte Rüstung. Können wir hier noch verbessern. Die Truhe kriegen wir auch auf. Sag ich doch. Und Schlossknacken verbessert. Für 9 Gold. Naja, 9 Gold haben, 9 Gold nicht haben. Ist schon okay. So. Hier
kommen wir wahrscheinlich auch nicht rein. Ne, dann geht's hier weiter. Bärenfalle. Aber dass der auch diesen Gang nicht einfach zuschüttet. Naja. Oh mein Goldkesselhaus. Hätte ich auch von der anderen Seite, also von diesem Haus, was direkt daneben stand, reingehen können. Ne? Aber. Ah, nehme ich nochmal mit. Auch wenn ich den, glaube ich, schon habe. Dieses Schränkchen durchsuche ich immer gerne. Hier ist immer oftmals Gold drin. Und wir brauchen immer noch Gold. Ja, wir haben jetzt fast die knapp die Hälfte zusammen. Da ducke ich mich immer. Knapp die Hälfte zusammen, um uns unser Haus leisten zu können. Und nochmal 9. Das darf natürlich. Ah, kehre zu Sabion zurück. Kann man den auch wieder zumachen? Nö. Na gut. So. Dann wollen wir mal zurück. Wer bist du? Eimer. Unglaublich, dass ich gerade den Feinschmecker kennengelernt habe. Ach, du schon wieder? Oh. So. Ist noch irgendetwas unklar? Nö, Auftrag erledigt. Das wird auch Zeit. Ich musste den Hauptmann bis zum Abschluss eurer Arbeit hinhalten. Was ist mit meiner Bezahlung? Ihr müsst einfach warten, bis der Hauptmann fertig ist. Ihr könnt hier bleiben, wenn ihr wollt. Ups. Scheiße. Es geht wahrscheinlich nicht gut. Gut, dass ich am Anfang Geld verlangt habe. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, wie Sabion sich wendet. Wenn ihr euch gekümmert habt, könntet ihr mir ja einen Schluck Met gönnen. Ja, mach das doch mal. Euch, Herr. Das ist mein bisher bestes Werk. Ich nenne es Honigbräu und ich glaube, es wird eurem Gaumen schmeicheln. Ach kommt, das ist Met, kein Wein, den man in Schlückchen trinken und genießen muss. Bei den 8. Was ist da drin? Ich weiß nicht. Was ist los? Ihr habt mir versichert, dass dieser Ort sauber ist. Ich werde dafür sorgen, dass ihr den Rest eurer Tage in Ketten verbringt. Nein, bitte. Das verstehe ich nicht. Ruhe, Idiot. Ich hätte es besser wissen müssen, als diesem Ort zu vertrauen, nachdem er mit Unrat übersät wurde. Ich bitte euch. Es ist nicht das, was es zu sein scheint. Hehehe. Ihr übernehmt hier das Kommando, bis ich das alles erledigt habe. Das mache ich gern. Und ihr kommt mit mir nach Drachenfeste. Wir werden sehen, wie schnell euer Gedächtnis im Gefängnis der Stadt wiederkehrt. Jetzt bewegt euch. Bewegt euch. Dass es sich hierbei nur um ein Missverständnis handelt. Bewegung, sage ich. Orkisches Schwert. Sabion. Lasst mich in Ruhe. Ja, okay. Ah, schade, ich kenne keinen Taschendiebstahl. Man dachte, ich könnte jetzt irgendwie an den Schlüssel von ihm drankommen. Oder liegt der hier irgendwo drunter? Ich möchte gerne oben in seine. Ich glaube, das hätte nicht besser laufen können. Allerheiligsten. Braucht ihr noch etwas, bevor ihr nach Rifthorn zurückkehrt? Ja. Ich muss mir Sabions Bücher ansehen. Dann will Maven also Sabions stillen Partner finden, was? Ihr könnt euch gerne in Sabions Büro ein wenig umsehen. Gib mir einen Schlüssel. Die meisten seiner Papiere hebt er an seinem Schreibtisch auf. Hier, das dürfte helfen. Jawollo. Hat mir nicht von dem Verrückten erzählt, der in den Tunneln wohnt. Ich dachte, es wäre besser, bei unserem vorherigen Gespräch ein paar Details auszulassen. Ich wollte nicht riskieren, dass sie den Auftrag ausschlagen. Aha. Außerdem habt ihr Maven einen Gefallen getan, indem ihr ihn beseitigt habt. Und mir habt ihr Geld gespart, weil ich nun nicht mehr eigens jemanden dafür anheuern muss. Alles klar. Denkt daran, bei Maven ein gutes Wort für mich einzulegen.
Ja, das weiß ich noch nicht. Du hast mir auch nicht alles gesagt, also werde ich Maven auch nicht alles sagen. Ich glaube, das ist nur fair. So. Die Kommode. Habe ich. Schuldschein. Den gucken wir uns doch jetzt gleich mal an. Sabion. In der beigelegten Kiste findet ihr die Abschlusszahlung. Wie bereits besprochen, sollte die Honigbräu-Brauerei ab sofort mit voller Kapazität Mehl produzieren. Was eure Befürchtungen wegen etwaiger Störung Maven Schwarzdorn betrifft, so kann ich euch versichern, dass ich alles in meiner Macht Stehende tun werde, um uns ihre Handlanger vom Leib zu halten. Dies ist der Beginn einer langen und erfolgreichen Zukunft für uns beide. Alles klar. Ich will hier rein. Auch wenn das jetzt ewig dauern wird. Okay. So. Weiter. Ah, schon offen. Sehr cool. Ein bisschen Gold stehlen. Und noch mehr Gold. Ja, es lohnt sich. Schatulle leer. Ah, Silberbirn. Honigbräu-Karaffe. Jawohl, die kann ich auch wieder zu Delvin bringen und mir etwas davon kaufen, weil wir ein bisschen Geld dafür bekommen. Wahrscheinlich auch wieder 100 Gold. So. Und dann wollen wir mal. Wir müssen nach Rifton zurück und sprechen mit Melvin. Nee, Maven. Melvin. Maven Schwarzdorn. Wo habt ihr euch versteckt? Na, sie steht immer noch da, wo sie vorhin auch stand. Alles klar, perfekt. Ich hoffe, ihr habt gute Nachrichten für mich. Auftrag erledigt. Hier sind eure Informationen. Das sagt mir nicht viel. Das Einzige, was Sabions Partner identifizieren könnte, ist dieses seltsame kleine Symbol. Ja, ich habe dieses Symbol schon mal gesehen. Nun, für wen dieses geheimnisvolle Zeichen auch steht, der Betreffende wird es noch bereuen, dass er sich auf einen Krieg mit mir eingelassen hat. Diese Information solltet ihr unverzüglich der Diebesgilde überbringen. Kommen wir zur Bezahlung. Ich glaube, dies werdet ihr für eure Dienste für mehr als angemessen halten. Oh. Stahl durch der Schwächung. Also Geld wäre mir jetzt ehrlich gesagt lieber gewesen. Kehre zu Brynjolf zurück. Alles klar. Ach, ich duck mich immer. Ich will immer auf Steuerung drücken, weil ich denke, dort ist Sprinten. Das ist aber nicht. Naja. Erstmal bringen wir aber was zu Delvin. Dann gehen wir zu Brynjolf. Ich wusste doch, dass er das haben möchte. Wo ist er denn? Delvin? Ist er hier oben? Ach, ist er das? Auch wenn ihr einer von uns seid, macht ihr lieber keinen Ärger. Nö, das ist Heuler. Wo ist denn Delvin? Ach, da. Nehmt euch einen Stuhl. Und ein Getränk. Wollt ihr diese Honigbräu-Karaffe kaufen? Oh ja. Nach dieser kleinen Schönheit habe ich gesucht. Wenn ihr wieder einmal seltene Schmuckstücke wie dieses findet, dann bringt sie zu mir. Alles klar. Ich verspreche euch dafür eine schöne Belohnung. Diese Bezahlung sollte mehr als angemessen sein. 100. Setzt eure Fertigkeiten und nicht euer Schwert ein. Dann wird alles klar. So, dann sprechen wir jetzt nochmal eben mit Brynjolf und sind dann für heute eigentlich auch schon wieder durch. Man erzählt sich, dass der arme Sabion in Weißlauf im Gefängnis sitzt. Was für ein Pech aber auch. Oh. Dennoch sehr vorteilhaft für Maven. Genau.
Nun versteht ihr langsam, wie unser System funktioniert. Laut Maven habt ihr dort noch etwas anderes entdeckt. Ist es für die Gilde von Bedeutung? Selbe Symbol wie bei Goldenglanz war im Spiel. Dann kann es kein Zufall sein. Erst Aringoth und nun Sabion. Jemand versucht uns auszuschalten, indem er einen Keil zwischen Maven und die Gilde treibt. Können wir irgendetwas tun? Mercer glaubt, diesen neuen Dorn in unserem Auge identifizieren zu können. Er will sich sofort mit euch treffen. Ich an eurer Stelle würde mich beeilen. Ich habe ihn noch nie so wütend gesehen. Kann ich ja nichts, du Mensch. Abgeschlossen, geistiges Gift. Begonnen. Ein einfältiger Halunk. Okay. Das, meine lieben Freunde, machen wir aber in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, gebt einen Daumen nach oben. Wenn ihr mehr sehen wollt, lasst ein Abo da. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt The Elder Scrolls 5 Skyrim. Bis dahin. Tschüss.